Yo, Goku, du sagst ja immer, Spiegelschwankungen sind schlecht. Warum sind die denn schlecht? Oh, boah, Digga, Alter, mit einmal Suster die Woche. Oh, ich weiß nicht, ey, das sind Ups und Downs, das ist ja voll nervig, ne? Spiegelschwankungen. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute soll es mal um das Thema Spiegelschwankungen gehen. Der Julian hat auf Patreon gefragt. Jetzt wusste ich nicht, ob ich da nur ein Patreon, aber wahrscheinlich interessiert das auch ein paar andere Leute auf YouTube und nicht nur die Leute auf Patreon. Deswegen jetzt mal hier die Antwort dazu, Spiegelschwankungen. Warum sind Spiegelschwankungen denn jetzt nicht so optimal? Ja, also grundsätzlich muss man sich ja vorstellen, dass es im Körper meistens sinnvoll ist, was auch immer man hat, egal ob das ein Medikament ist oder ob das irgendwelche Hormone sind oder was auch immer, in einem gleichmäßigen Pegel zu haben. Jetzt können viele Leute sagen, ja, Dicker, aber das Testosteron, der Spiegel, der schwankt ja auch ständig, ne? Je nachdem, wie die Hoden da mal Bock haben. Ja, aber wenn das natürlich das körpereigene Hormon schwankt, so, dann sind das natürlich gefühlt solche Deltas. Also das heißt, da passiert nicht viel. Wenn man jetzt von außen die, was weiß ich, nehme mal 10, 20, 30, 40, 185 Milliarden Fantastillionenfach von außen reinführt und das dann schwankt, dann hat das natürlich dementsprechende Auswirkungen. Ja, also das heißt, letzten Endes kannst du da jetzt wieder nicht sagen, physiologische Dosen vergleichen mit supraphysiologischen Dosen. Ne? Also ist ja, also 70 Milligramm Testo ungefähr die Woche produzieren deine Hoden selber so. Und wenn du dann bei 700, dem Zehnfachen bist, dann hast du natürlich auch dementsprechende Spiegelschwankungen. Na, jetzt kommen dann noch solche Sachen dazu wie Freisetzungsgrade, so, dann kommen noch solche Sachen dazu wie, wie viel Milligramm pro Milliliter ist das denn dosiert? Da gibt es auch noch andere Blutplasmawerte. So, das heißt, je nachdem, wie schnell das dann abgebaut wird, dementsprechend hohen Spiegelanstieg hast du dann. Dementsprechend fällt er aber dann auch wieder ab, weil natürlich du ja nur ein gewisses Maß reinspritzt und das dementsprechend nach und nach freigesetzt wird. Und wenn jetzt ganz schnell ganz viel freigesetzt wird, ist natürlich nicht mehr so viel da, was dann über die Zeit freigesetzt werden kann. Und wenn man dann jetzt sagt, das ist jetzt nur rein theoretischer Natur und hat jetzt nicht irgendwie, dass ihr es nachmachen sollte. So. Wenn man jetzt sagt, ihr habt ja vielleicht das Sustanon-Video von mir gesehen. Sustanon ist, für die Leute, die es nicht kennen, im Normalfall ein Testosteron, was aus vier Estern zusammengesetzt ist. Sustanon, Omnadrin ist irgendwie das gleiche, ist ein Ester anders, aber von der Basis. Es gibt jetzt auch noch andere Sustanone, was keine wirklichen Sustanone mehr sind, wo dann noch ein beispielsweise Testosteronacetat mit drin ist oder solche Geschichten. Also noch schneller wirkenderes. So estertechnisch sind die Untergrundlaboratorien da ganz weit vorne, was sie da so zusammenbauen und zusammenbrauen. Dementsprechend kann man da jetzt nicht mehr von dem reden. Aber wenn man jetzt von dem Sustanon redet, dann sind das vier Ester und davon ist halt ein schneller, ein etwas langsamerer, ein mittelschneller und ein langsam wirkender. Und das soll den Hintergrund haben, dass es halt natürlich, dass du einen sehr schnellen Plasmaanstieg hast. Und das fällt dann natürlich wieder ab, aber dann kommt halt der zweite Spiegel und der dritte Spiegel und der vierte Spiegel und dementsprechend hast du einen schnellen Anstieg und sollst eine lange Zeit nach hinten raus Wirkung haben. Ja, deswegen ist diese Staffelung da drin. Und jetzt sagen viele Leute, Sustanon ist das Beste, weil da kriege ich ja viel zum Preis von einem und solchen Geschichten. Jetzt ist es aber auch so, wenn man sich jetzt Profipläne anguckt oder ne, Leute, die mit Sustanon arbeiten und halt wissen, was da der Hintergrund ist, dann sind die Leute dabei, das ED oder EOD zu spritzen. Also das heißt, jeden zweiten Tag oder jeden Tag, einfach aufgrund der schnellen Ester, weil sie natürlich damit, ich habe es ja im Propionat, ihr kennt meinen Sprachfehler, Propionat und Enantat-Video mal gesagt, so, ne, da habe ich auch eine Grafik reingebracht, wie das dann ungefähr im Blutplasma aussehen würde. Und dementsprechend hast du natürlich dann, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache jetzt, 500 Milligramm die Woche, hast du natürlich ein völlig anderes Verhältnis, wenn du jetzt ein Sustanon nimmst, zu einem Enantat. Ja, einfach, du hast ein anderes Anstau nach hinten raus, du hast andere Spiegelschwankungen. Also es ist zwar beides Testosteron, aber dadurch, und es ist auch beides 250 Milligramm pro Milliliter von mir aus jetzt mal gesprochen, aber du hast natürlich ein völlig anderes Verhalten im Körper. Ja, und damit, ja, Spiegelschwankungen. Kommen wir jetzt mal dazu. Jetzt wissen wir ungefähr, wo die Spiegelschwankungen herkommen. Was hat denn so eine Spiegelschwankung im Körper zur Folge? Ja, du hast natürlich ja, sehr viel Testosteron auf einmal da. Damit kann der Körper jetzt erstmal nichts um. So denkt er sich, oh, was denn hier los? So, ich habe doch gar nichts zu tun.
Da kann man dann das Ganze dann noch timen auf Trainings, wann habe ich welches Training und wann wäre dann Spritz und wann wäre dann Freisetzungsgrad, und es wäre dann völlige Theorie-Wirrwarr. Und um dann halt dem Körper zu sagen, hier, pass mal auf, du hast gerade viele offene Stellen, du brauchst jetzt gerade viel unter anderem Testosteron, ja, damit halt das Ganze umgesetzt wird und zusammengebaut wird und was auch immer. Und dann hast du natürlich wieder diese Sachen, ja, dann hast du vielleicht an dem Injektionstag kein Training oder ne, das Training davor oder nicht davor und so. Also da geht es dann viel auf Theorie und Basisblödsinn hinaus so. Und da muss man natürlich sehen, habe ich sehr viel Testosteron schlagartig zur Verfügung und ich brauche es nicht, ja, was ja dann in dem Fall der Fall wäre, dann denkt sich der Körper, hier komm. Mach mal Östrogen draus. Ich habe hier gerade so eine mega Disbalance. Hier Östrogen und hier auf einmal Testosteron. Das Zeug brauche ich gerade gar nicht. Oder mach mal wieder, dass das hier wieder auf Level ist. Ne? Ich will mal Homöostase erreichen. Und dementsprechend hast du dann die Problematik, dass du ja, einen Anstieg von Östrogen hast. Dementsprechend die Wassereinlagerung. Wassereinlagerungen sorgen dann wieder dafür, dass du halt wieder ein ja, übermäßiges Gewicht mit dir rumschleppst. Dadurch hast du wieder Herzproblematik. Dann hast du natürlich noch so Hautunreinheiten und den ganzen Scheiß so. Was dann halt dazu kommt, oder nicht dazu, daher kommt, dass halt nicht nur das Östrogen da dran hängt, sondern auch irgendwie noch das Dihydrotestosteron, ne? Also das Haarausfallzeug, DHT, hart machen dies, das. Und es wird natürlich dann auch reduziert aus dem Testosteron und dementsprechend hast du dann hohe Spiegel da, hohe Spiegel DHT, hohe Spiegel Östrogen, gleich blühende Haut. Also das sind halt so die Sachen, weswegen man sagen würde, ja, dass man, also die körperlichen Sachen, weswegen man dann sagen würde, es ist sinnvoll, egal bei welchem Medikament, einen möglichst sauberen, glatten Plasmaspiegel zu erhalten. Ja, natürlich kommen mit diesen ganzen, mit den Östrogenschüben und dem zu viel Androgen und je nachdem, wann man das spritzt, je nachdem, was man dann spritzt, hat man natürlich dann auch die Problematik, dass man dann Roid Rage hat, wenn gerade das Androgen da ist so und der Körper halt noch nicht so den Umsatz geschafft hat zum Östrogen. Oder wenn man halt hart androgene spritzt, so die dann halt einfach nicht konvertieren, so 19-Nor-Geschichten und sowas, dann hast du natürlich diesen typischen Trend-Rage, was die Leute immer erzählen. So, wie gesagt, zu dem Roid-Rage, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, im Side-Effects-Sunday, es ist, bist ein Arschloch, bleibst ein Arschloch oder wirst ein größeres Arschloch, bist du kein Arschloch, wirst du kein größeres Arschloch. So, ne, also es ist ja nur so ein Multiplier. Es ist ja nicht nur ein PED, also eine Physical Enhancement Drug, so, sondern es ist halt auch eine Psychic Enhancement Drug oder wie auch immer man es nennen möchte. Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich was hast, wie jetzt beispielsweise der Klassiker, so ein Testosteron, so, dann hast du natürlich dementsprechend Östrogen und dann sitzt du natürlich da bei Bambi und dann heulst du dir die, ja, oh Gott, wie ist Mutter ist doch. So, ne, diese ganzen Geschichten, wo dich dann jeder anguckt und sagt so, was ist denn mit dem los? So, ne? Der hat so da Wasser gebaut. So, ne? Das sind dann halt so Spiegelschwankungen, die dann auf die Psyche wirken. So. Das ist, ja, muss man dann halt immer sehen, ne? Ob so eine Spiegelschwankung das denn wert ist. Und letzten Endes kann man diese Spiegelschwankung nicht vermeiden. Und deswegen sollte man sich fragen, ob es denn generell wert ist, sich irgendwelche supraphysiologischen Dosen von Testosteron oder anderen Androgenen in den Körper zu jubeln. Ne? Also nochmal der Disclaimer, deswegen nur eine theoretische Betrachtung dieser ganzen ja, Geschichte, ne? Und natürlich nicht zum Nachmachen, soll natürlich nicht zum Nachmachen anregen und ihr sollt es halt nur auf dem theoretischen Aspekt, wie der Julian gefragt hatte, ja, vielleicht interessiert es euch ja. Ne? Gut, das soll es glaube ich gewesen sein zu dem Thema Spiegelschwankung. Ne? Ich glaube, man kann das jetzt so grob überfliegen. Wer da noch Bock drauf hat, kann Sexualhormone und Psyche kaufen. Das ist ein Buch, wo es dann halt tatsächlich auf die psychischen Auswirkungen geht. Was denn sowas im Körper anrichtet, will ich das, will ich keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr, ist so ein altes Buch. Ne? Also müsst ihr mal suchen, Sexualhormone und Psyche. Und für Leute, die das interessiert. Ja. Gut, das soll soweit gewesen sein. Ich, ja, habe jetzt gerade noch ein Hähnchen im Ofen, deswegen muss ich hier leider ein bisschen schneller machen. Ich verstehe das Problem. Na, in diesem Sinne, haut rein, bleibt geschmeidig.